mal bei den Toten gucken. Nun mach mal keinen Quatsch. Wir sind keine, aber bei den Nächsten. Ich mach jetzt mal die Tür auf und dann warte mal. Pass auf, dass du nicht in Unmacht bist bei dem Gestank. Meinst du, die sehen keine Werbung? Die sitzen oben den ganzen Tag vor der Glotze. Bei meiner Mutter in der Weißkantine haben sie sowieso nur Türken für den Abfall. Knoblauch, Presse aller Länder, vereinigt euch. Was rennst du denn so? Wir haben doch sowieso Vertretung. Unsere türkischen Mitschüler sitzen noch gemeinsam in einer Klasse. Sie lernen Deutsch. Später, wenn sie Deutsch können, werden sie unter uns verteilt. Sie geht in die Küche. Frau Seid, geht in die Küche. Was macht sie in der Küche? Uns macht das Frühstück. Frau, uns macht das Frühstück. Wer macht das Frühstück? Frau Seid macht das Frühstück. Ja, Frau Seid macht das Frühstück. Und alles. Was macht Frau Seitz jetzt, Kürzerin? Frau Seitz schneidet Brot. Ja, fein, Kürzerin. Und nur mit Hilfe sich selbst. Frau Seitz schneidet Brot. Frau Brot. Frau Brot. Den Spitznamen hatte Mohammed weg. Die Bedeutung der Flüsse. A. Erholungsgebiet. Nina? Warum sind Flüsse Erholungsgebiete? Na, denk mal nach, Nina. In der Freizeit kann man am Fluss liegen oder man kann im Fluss baden. Wenn Sie den tun, Frau Barmer, tun Sie mir leid. Wieso? Wenn Sie einen Hafen baden fahren, dann treten Sie sich Scham in die Füße und verdrecken tun Sie um. Könntet ihr mir mal erklären, wo ihr jetzt hier kommt? Wir haben seit 10 Minuten Stunde. Vertretungsunterricht? Sieht das bei dir nicht als Unterricht? Nee. Könntest du uns bitte mal erklären, welche Bedeutung die Flüsse für uns haben, Reinhard? Na, hauptsächlich, dass die Leute da ihre Kloake rumschmeißen. Die Flüsse. Lach die Schwabschiene! Lach die Schwabschiene! Ich verstehe gar nicht, warum hier so viel Unruhe in der Klasse ist. Komm, geh auf deinen Platz. Frau Magda, du machst aber jetzt deine Achseln weg. Vor der Pause hatte ich sie noch. Es waren die Ausländerklasse, die jetzt das Geld geklaut haben. Mach halt die Klappe, Reinhard. Wir klauen ist jetzt immer so, das sind immer die Ausländer. Sag mal, spinnt ihr? Wie kommt ihr nur dazu, so Unsinn zu erzählen? Ihr habt doch gar keine Beweise. Das sind doch alle Halbbilder. Darf man vielleicht mal erfahren, wo ihr diese Weisheit näher habt? Das sagst du doch auch alle. Meine Mutter auch! Ja, logisch, mein Vater auch. Jeder von uns redet mal was, ohne dass er lange darüber nachgedacht hat. Auch die Eltern. Na endlich, wo bleibt ihr? Ich stehe ja zwischen Baum und Bord, mitten im Freikorb und in der zweiten Reihe. Für uns alle kann ich dann ausgerechnet zwei Türken. Nein, ich gucke immer deine Waren aus. Die Hauptsache, brauchst du den Knoblauch, gell? Und Einkaufstaschen hat die Honig hier. Guckt euch mal die polnischen Bündel an, die Frau. Der Junge ist bei uns in der Ausländerklasse. Versteht ihr dann, was die reden? Nee. Der nickt immer nur oder sagt ja oder nee, nee. Und mir ist ja auch nicht vonnöten, Hauptsache Kindergeld stimmt. Macht doch noch mal ein bisschen schneller. Hausten! Das ist ein Keller, das ist ein Igel. Carsten! Ja? Carsten, sind Sie drauf? Nee, wieso denn? Müssen wir doch mal bitte die Sachen reinschleppen. Ja, gleich. Der hat's wohl auch nicht so mit dem Helfen. Kann man wohl sagen.
der leidet zurzeit chronisch an italienischer Krankheit. Und was hat er? Italienische Krankheit. Ach, so faul wie ein Italiener. Davon kann ich auch nicht kriegen, Holz auf dem Bauch. Seid denn toll, wenn die Italiener. Ja, warte, so langsam die Treppe runterschleicht, die Italiener in der Sonne. Na, ist ja alles klar, Mutti. Wir hätten sogar mal auf Sparflamme kochen. Ja, deine Mutter wollte sagen, dass du dich noch langsamer bewegst wie ein Italiener in der Sonne. Das ist ja alles logisch. Ich bin ja schließlich ein Deutscher. So, ihr könnt einpacken. Nehmt bitte alles mit runter in die Turnhalle. Ihr könnt dann von da aus gleich nach Hause gehen. Hey, ist das geflockt? Danke, Karl. Ich hab das auch gehört. Nein. Frau Berger kam. Sie brachte Mohammed. Beinahe hätte ich auch Frau Bott gesagt. Mohammed ist erst vor einem Monat mit seiner Mutter nach Berlin gekommen und wird zur Schule gebracht und wieder abgeholt. Heute hatte er vergessen, zu Hause zu erzählen, dass er nur 3 Schulstunden hat. Darum brachte Frau Berger ihn für eine Stunde in unsere Klasse. Klasse war das allerdings nicht, was denn bei uns ausbrach. Frau Bott glaubt nie an Gott, dafür tut sie stinken und ihren Allah weh. Wir gehen ins Turn. Ja, wir gehen in die Turnhalle. In die Turnschrift. Frau Bott glaubt nicht an Gott und dafür tut sie stinken und ihrem Allerwinkel. Wer das? Wir würden auch gerne mitlachen. Erzählst du den Witz nochmal? Nina hat den Zettel. Liest du mal vor, Nina? Ehrlich gesagt, das möchte ich nicht vorlesen. Das ist einmal. Lass mal sehen. Da hast du recht, Nina. Reinhards Machwerk ist wirklich nicht zum Vorlesen. Außerdem stimmt's nicht. Doch, das stimmt. Jetzt Berlin ist eh eine Wolke. Los!
Stellt euch jetzt bitte in zwei Gruppen auf und versucht in zwei Abteilungen unter dem Seil durchzulaufen. Bitte Mohammed mit in eure Mitte. Darf ich mal schnell auf Toilette? Jetzt bist du auf Toilette, also geh. Till? Ich muss auch mal auf Toilette. Du musst auch, bitte geh schnell. Wir sind Oma schnell gehen. Noch einer auf die Toilette? Ja, ich. Sehr seltsam, eure Solidarität. Aber bitte, wer muss da gehen? Die nächsten verteilen sich nochmal in zwei Gruppen und laufen unter dem Seil durch. Das war einmalig. Keiner hat mir ein Wort gesagt. Plötzlich war unsere Klassengemeinschaft in zwei Teile zerfallen. Vor dem Umkleideraum der Jungen hatte Reinhard einen Wachposten abgestellt. Till. Wenn Mohammed rein wollte, sollte er die Tür von innen schnell verschließen. Paola! Paola, mach die Tür auf! Was soll das denn? Eure Hausaufgaben für morgen habt ihr euch ja aufgeschrieben, aber vielleicht könnt ihr was Zusätzliches noch im Kopf behalten. Ich bitte euch zu überlegen, was verstehe ich unter Toleranz? Wir gingen getrennt nach Hause und doch dachten viele dasselbe. Nicht an Toleranz, sondern an Knoblauch. Da hatte ich eine Idee. In 4 Tagen war mein 12. Geburtstag. Ich gab eine richtige Geburtstagsparty. Reinhard, Till, Rudi, Carsten, David, Renate, Iris und Manuela waren meine Gäste. Hilde hatte ich auch eingeladen. Meine Mutter hatte eine riesen Portion Spaghetti gekocht und mein Vater einen großen Topf mit Soße. Spaghetti alla Nina! Rego, rego! Soso alla Nina! Rego! Nina, die Soße duftet! Als die Jungs die Soße duftet fanden, grinste mein Vater und kniff mir ein Auge. Ich kniff ein Auge zurück. Warum? Das werdet ihr gleich erleben. Wir machten ein Spaghetti-Wettessen. Ich greife ein bisschen ab, um hier zu helfen. Mann, stinkst du aus dem Maul? Das sind ja vielleicht persönliche Dämpfer. Sind sie denn fake oder was ist? Willst du anmachen? Ein Gummibrötchen mit ein bisschen. Gerne, danke. Bitte. Danke. Und der Wind, die kleinen Türken riechen schon genauso wie die Roten. Der kommt von den Ausländern, Klassen, die haben auch die Fenster.
Rein, du stinkst ja nach Knoblauch. Aber wie? Ich stink nur Holz.